Kieselt. Mit der R-Nadel in Gold, in Kristallweiß und in Blau Stroh. Mit der R-Nadel in Silber die Juliana Fischer und die Marie Fischer und den Maximilian Neb. Verdienstorden des Fastnachtsverbands Franken erhielt die Christina Eckstein. Und die höchste Auszeichnung, die der Fastnachtsverband Franken verleihen darf, und zwar den Till von Franken in Silber, erhielt dieses Jahr unser langjähriges Mitglied Thomas Eiermann. Wir haben es alle verdient, weil es ist Ehrenamt. Es ist Ehrenamt und es macht jeder aus freien Stücken am Spaß, am Fasching. Und deswegen muss man auch solche Leistungen ehren. So, jetzt haben wir das auch gemacht. Und jetzt kommt es ab und an mal vor, dass der Jens in Sesslach spazieren geht. Wer hat gelacht? Er ist spazieren. Nein, ich bin um den Zwinger gelaufen und da stehen so Bänke und dann komme ich auf eine Bank zugelaufen und denke ich, na also, da sitzen zwei Gestalten, die was die da treibt. Das ist so lustig. Das muss ich, da habe ich gesagt, ihr müsst da herkommen, das nützt alles nichts. Die habe ich jetzt engagiert und das schaut euch einfach mal an. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dieser, dieser Ausflug um den Zwinger hat sich gelohnt. Die zwei, die haben wir also wunderbar ohne Worte was auf die Bühne gezaubert. Fantastisch. Und ihr seht, Lasse aus, alle beide. Wir sehen ja so wenig da hinten. Jetzt sehe ich sie erst mal richtig. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Wirklich ein ganz toller Beitrag. Auf die zwei, dreifach von der Nähe. Sessler! 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 So, wer war das jetzt? Die Kerstin Zein. Hello. Und die Carmina Schäfer. Vielen Dank uns und lieber Herr Kapellmeister, einen riesigen Applaus.